Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von mir bei Tax. Diesmal auf der Switch mit dem Spiel Baldur's Gate Dark Alliance. Ein Spiel, was glaube ich 2001 für die PlayStation rausgekommen ist, also PlayStation 2. Habe ich damals gespielt, habe mich überzeugt. Haben wir zu zweit gespielt im Koop. Ich werde das jetzt alleine spielen auf der Switch. Ist jetzt erschienen, auch günstig. Hat auch immer noch eine gute Grafik, finde ich. Klar ist es jetzt kein World of Warcraft, aber ich mag das ganz gerne, dass man die Figur ein bisschen größer sieht und nicht riesengroße Welten, wo du überall in tausend Ecken laufen kannst. Das ist ein bisschen geradliniger, ist dadurch auch zeitlich ein bisschen mehr begrenzt, ist trotzdem interessant und ja, das will ich euch heute mal zeigen. Let's go! Ich beginne ein neues Spiel. Ein Spieler und ich möchte Stufe normal machen. Und das kann ich ja auswählen zwischen menschlichen Bogenschützen, zwergischen Kämpfer oder elfischen Hexenmeister. Die Hexenmeisterin kann zaubern. Der Zwerg, weiß ich jetzt gar nicht, was der Vorteil hat, wird hier leider nicht angezeigt. Ich nehme jetzt mal den menschlichen Bogenschützen und los geht's. Kommt erstmal ein Vorspann. Ihr seid erschöpft von euren Reisen, doch der Anblick von Baldurs Tor erweckt eure Lebensgeister. Eine Stadt der Mythen und Legenden. Ein Ort, an dem Ruhm und Reichtum hinter jeder Straßenecke lauern. Es ist Nacht, als ihr in die Stadt kommt, und die Straßen wirken seltsam leer. Es ist Zeit, einen Unterschlupf zu finden. Doch die Nacht ist auch voller Gefahren, wie ihr gleich darauf am eigenen Leib erfahren müsst. Leichte Beute, was, Karl? Prächtig. Mal sehen, was uns unser kleiner Hinterhalt eingebracht hat. Halt, wer da? Die Stadtwache. Los, verschwinden wir. Los, rasch das Gold. Die Wache kümmert sich schon um den Körper. Diese verdammten Diebe werden auch von Tag zu Tag frecher. Hey, lebt ja noch. Offenbar haben sie nur das Gold genommen. Ganz ruhig. Ihr habt da einen ziemlich üblen Schlag abbekommen. Diese Diebe, denen ihr zum Opfer gefallen seid, haben euch euer Gold geraubt. Aber wenigstens seid ihr noch am Leben. Die werden auch von Tag zu Tag frecher. Ihr solltet euch nach Sonnenuntergang nicht auf den Straßen aufhalten. Ist verdammt unsicher geworden. Ihr solltet erstmal in der Elfenliedschenke Unterschlupf finden und euch ein wenig ausruhen. Die ist hier gleich in der Nähe. Ja, gibt dort eine Menge Halsabschneider. Vielleicht weiß dort sogar jemand, wie man die Burschen finden könnte, die euch angegriffen haben. Eine geisterhafte Stimme hat euch in die Elfenliedschenke geführt. Eine kleine Schenke voll bunt gemischter Gäste und grimmiger Trophäen. Die geisterhafte Stimme umfängt euch ebenso wie die anderen Gäste, die stillschweigend lauschen. Alle gemeinsam, jeder für sich allein, gefangen im Klang. Ein bezauberndes Lied, oder? Ich habe es schon über 100 Mal gehört und es rührt mich jedes Mal aufs Neue. So, jetzt können wir erstmal anfangen, mit den Leuten zu reden. Das heißt, wir müssen Dialoge führen, müssen was herausfinden und dann das Spiel praktisch Stück für Stück durchspielen. Also, das ist wunderschön, aber wo kommt die Stimme her? Es handelt sich um den Geist einer Elfin. Sie spukt in dieser Schenke und singt alle paar Nächte. Warum singt sie? So genau weiß das niemand. Der Geist war schon hier, als ich die Schenke gekauft habe. Einige sagen, sie trauert um ihren verlorenen Geliebten. Um einen Soldaten, der bei der Verteidigung von Baldurs Tor gestorben ist. Man sagt, sie hoffe, dass er ihre Stimme hören könne und nach Hause zurückkehren würde. Aber das sind nur Gerüchte und Klatsch. Also, willkommen in der Elfenliedschenke. Was darf es sein?
Ich habe gehofft, ihr könntet mir vielleicht weiterhelfen. Ich wurde auf der Straße von einer Diebesbande überfallen und möchte ihre Spur aufnehmen. Oder was ist denn das für ein Ding über den Kamin? Oder möchte ich erst mal das wissen? Das ist ein ausgestopfter Betrachter. Ein kleines Exemplar dieser Gattung. Das hat man mir halt gesagt. Ich selbst habe ja glücklicherweise noch nicht gerade viele gesehen. Ethan, einer meiner Stammgäste, hat ihn im Keller gefunden. Was ist ein Betrachter? Sie sind auch als Augentyrannen bekannt, falls euch das mehr sagt. Betrachter sind schreckliche Monster, die in der Luft schweben und mit ihren zahlreichen Augenstielen gefährliche Zauber wirken. Bösartige Kreaturen. Ich kann gerne darauf verzichten, auf einen zu treffen. Ihr solltet ebenso denken. Also ich verstehe. Also ich bin hierher gekommen, weil ich auf der Straße von den Diebesbanden überfallen wurde. Machen wir das mal. Das klingt nach dieser neuen Diebesgilde. Ich habe schon Gerüchte über sie gehört. Ihr habt Glück, dass ihr noch am Leben seid. Man sagt, dass sie für den Mord an zwei Stadtwachen und das Verschwinden mehrerer Diebe aus der alten Diebesgilde verantwortlich sind. Diese neue Gilde führt also Krieg gegen die alte Gilde. Wisst ihr, wo ich diese Diebe finden kann? Na, erstmal wollen wir Informationen haben, ne? Also, wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich mich nicht mit diesen Schurken anlegen. Haltet euch lieber von ihnen fern. Oder man findet euch noch eines Tages tot in der Gosse. Ich habe leider keine Wahl. Sie haben mir mein Geld gestohlen. Wenn ihr wisst, wo ich sie finden kann, dann helft mir bitte. Niemand weiß, wo sie ihr Hauptquartier haben. Wenn ihr es aber nicht lassen könnt, würde ich es in den Abwasserkanälen probieren. Warum in den Abwasserkanälen? Ich schätze mal, sie benutzen die Abwasserkanäle, um in Baldurs Tor ungesehen von einem Ort zum anderen zu kommen. Vermutlich hat das auch all die Ratten an die Oberfläche getrieben. Gut, wie komme ich also am besten in die Abwasserkanäle? Im Keller der Schenke befindet sich ein Eingang zu den Abwasserkanälen. Ich habe ihn schon vor einiger Zeit verschlossen, noch bevor dieser Gildenkrieg begonnen hat. Könnte ich den Eingang benutzen? Da gibt es leider ein Problem. Aber Moment mal, vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Was wollt ihr damit sagen? Wir mussten den Keller wegen all der Ratten versperren, die dort auf einmal auftauchten. Kümmert euch für mich um diese Rattenplage. Dann gebe ich euch den Schlüssel zu den Abwasserkanälen. Ich lege sogar noch ein paar Goldmünzen drauf, damit ihr wieder ein wenig auf die Beine kommt. Nun, wie sieht's aus? Abgemacht. Die Tür, die in den Keller führt, ist ebenfalls verschlossen. Ethan, der da drüben in der Ecke, hat den Schlüssel. Wer ist Ethan? Ethan ist einer unserer Stammgäste. Er ist normalerweise so nett und holt für mich den Wein aus dem Keller. Seitdem die Ratten dort unten sind, hat er sich aber auch nicht mehr hinuntergewagt. Wann sind denn sie zuerst mal aufgetaucht? Erst in der letzten Woche. Wenn die Diebe die Abwasserkanäle nutzen, um in Baldurs Tor ungesehen von einem Ort zum anderen zu kommen, hat das vielleicht die Ratten an die Oberfläche getrieben. Ich hole mir den Schlüssel von Ethan und kümmere mich um die Rattenplage. Viel Glück und passt auf euch auf. Diese Ratten können ganz schön bösartig werden, wenn man sie in die Enge treibt. Also ich finde das schon echt cool, dieses Spiel von damals, schon mit der Synchronisierung auch in Deutsch. Das fand ich immer schon sehr, sehr, sehr fortschrittlich, weil man die meisten Konsolen, wird meistens nicht übersetzt. Das kenne ich ja auch, englische Spiele oder japanische Spiele, da musst du Untertitel lesen. Das Übersetzen haben echt die wenigsten getan. Und wie man sieht, ist da jetzt ein Ausrufezeichen und das steht genau daneben. Das kann ich hier nicht. Ja, komm. Das kann ich hier nicht. Das kann ich hier nicht. Das kann ich nicht anklicken. Das kann ich hier nicht. Dialog schön, guck mal. Ich glaube, der ist so ein bisschen betrunken. Der fällt da mit dem Kopf auf den Tisch. Nix. Den lassen wir lieber in Ruhe. Also müssen wir X drücken. Geht nicht, warum nicht? Hä? Hat doch letztens angespielt, hat das doch funktioniert. Das verstehe ich nicht. Wie kann ich... Das kann ich hier nicht. Seid willkommen. Wenn ihr nach einer guten Klinge oder einem widerstandsfähigen Kettenhemd sucht, seid ihr hier genau richtig.
Da es in letzter Zeit einen großen Bedarf an Waffen und Rüstung gab, haben wir recht wenig Auswahl. Demnächst sollte aber eine neue Lieferung eintreffen. Ich werde dir viel bringen, weil ich weiß jetzt schon, ich werde sehr viel Sachen aus dem Dungeon mitbringen. Nun, das weiß ich leider nicht, aber man sagt, dass es zwischen den Diebesgilden Probleme gibt. Mir ist es egal, ob sich die beiden Gruppen gegenseitig auslöschen. Habe noch nie viel von Dieben gehalten. Also, was kann ich für euch tun? So. Wir haben viele ausgezeichnete Angebote. Ja, ich will jetzt nichts kaufen. Ich will mal gucken, wer ist er hier? Das kann ich hier nicht. Was wollt denn ihr? Ich habe kein Geld übrig. Auch wenn ihr noch so bettelt, kriegt ihr nicht mal eine Kupfermünze von mir. Ich kein Bettler. Und am euren Geld habe ich kein Interesse. Ich wollte nur einfach erfahren, ob ihr etwas über den Dieb hier in Baldur's Gate wisst. In Baldur's Tor hat es doch schon immer Diebe gegeben. Diese Neuankömmlinge sind vielleicht ein wenig blutrünstiger als die durchschnittlichen Diebe. Aber bisher haben sie mich in Ruhe gelassen. Also was soll's. Dennoch würde ich meine klingenden Münzen lieber an der Bar ausgeben, statt sie in meinen Geldbeutel versauern zu lassen. Warum könnt ihr euer Geld nicht an der Bar ausgeben? Ach, die Wirtin Alit hat mir vor 2 Nächten verboten, mich weiter zu betrinken. Ich habe sie schon ein paar Mal angebettelt, aber bisher war da nichts zu machen. Und da der Keller versperrt ist, kann ich mich nicht mal runterschleichen und mir unauffällig eine Flasche organisieren, mit der ich über das Schlimmste hinwegkomme. Aber ihr könntet das doch vielleicht... Hey, wenn ihr von dem alten Ethan den Kellerschlüssel bekommt und mir eine Flasche aus dem Keller holt, dann solltet ihr es nicht bereuen. Na, dann will ich mal schauen, was sie da machen lässt. Bringt ihr immer Erfahrung. So kann ich den jetzt... Jetzt darf ich mit ihr reden, okay? Schön, euch zu sehen. Ich habe gesehen, wie ihr hereingekommen seid. Ihr habt da eine üble Beule abbekommen. Kann ich euch vielleicht irgendwie helfen? Die Schankmaid Elite hat gesagt, ich hätte den Schlüssel. Ihr hättet den Schlüssel zum Keller. Man sagt, ihr hättet den ausgestopften Betrachter gefunden. Nein, danke. Wollte nicht stören. Ich meine mal den Betrachter. Ja, das habe ich. Ich bin mir sicher, da unten liegt noch alles mögliche andere Zeugs rum. Im Verlauf der Jahre haben hier im Elfenlied schon zahlreiche Gauner und Halunken Unterschlupf gefunden. Daher gibt es vermutlich auch das Tor zu den Abwasserkanälen dort unten. Unten im Keller und den Abwasserkanälen gibt's einfach eine Menge Verstecke. In so einem habe ich auch den Betrachter gefunden. Da war so eine Geheimtür hinter ein paar Fässern in der hintersten Ecke des Kellers. Der kann mit geschlossenem Mund sprechen. Ich werde sehen, ob ich sie finden kann. Leb wohl, Eden. Aber ich will doch mit noch den Schlüssel haben, Junge. Schön, euch zu sehen. Ich habe gesehen, wie ihr hereingekommen seid. Ihr habt da eine üble Beule abbekommen. Kann ich euch vielleicht irgendwie helfen? Ja, den habe ich. Wir haben die Kellertür versperrt, weil es in letzter Zeit dort unten vor Ratten wimmelt. Benötigt ihr ihn etwa? Elite hat mich darum gebeten, mich um das Rattenproblem der Schenke zu kümmern. Ich benötige Zugang zum Keller. Seid ihr sicher, dass ihr euch um das Rattenproblem kümmern wollt? Oder geht es euch nicht eher um die Diebe, die euch angegriffen haben? Beides. Was wisst ihr darüber? Ich habe zufällig gehört, was ihr mit Alit besprochen habt. Jetzt passt mal auf. Ihr seid einmal mit dem Leben davongekommen. Also fordert doch euer Glück nicht heraus. Ich muss sie finden. Sie haben mir mein ganzes Geld gestohlen. Also Gold. Und ich will meinen Besitz zurückhaben. Nun, wenn euch die Diebe schon nicht abhalten können, wie sieht es dann mit den Ratten aus? Also über Ratten mache ich mir wirklich keine Sorgen. Gebt mir einfach den Schlüssel. Nun gut. Aber es soll niemand sagen, ich hätte nicht versucht, euch zu warnen. Hier ist der Schlüssel für den Keller. Lasst euch nicht zu lange Zeit, oder ich muss noch nach euch suchen gehen. Ach ja. Und nehmt diesen Dolch. Gut, ist zwar nicht berauschend, aber besser als nichts. Noch eins, bevor ich gehe. Edith hat mir gesagt, ihr hättet den Betrachter gefunden, der dort ausgestopft ist. Na, hab ich doch schon. Ich werde sehr vorsichtig sein. Ich habe wahrscheinlich eben die falsche Reihenfolge genommen, deswegen hat er mich rausgeschmissen. Ich musste das nochmal machen. Ja. Neuen Gegenstand erhalten. Rüstigen Dolch und Kellerschlüssel. Gut, jetzt gehe ich weiter. Das kann ich ja nicht. Jetzt hier runter und nach unten.
jetzt bin ich im Keller. Hier habe ich einen Speicherpunkt. Da kann ich sagen, ich möchte einen neuen Speicher vornehmen. Damit habe ich gespeichert. Das ist schon mal gut. Und jetzt kann ich mit dem Speicher alles kaputt machen und einsammeln. Mit X aufheben. Und mit A hier alles. Eine Seite. Hauptzweck des Spiels. Verkloppen. Kaputt machen, Sachen einsammeln, Sachen verkaufen. Und die Story machen. Immer so hindrehen, dass du das sehen kannst. Es gibt ja so viel Schnee, wo das so festgesetzt ist. Oh je, ist meine. Gold gefunden. Tränke, okay, noch. Ich weiß gar nicht, ob ich als Krieger zaubern kann. Als Hexenmeister, also als Zauberer hätte ich das machen können. Ich weiß nicht, ob wir hier auch Zauber kriegen. Ins Inventar. Da, mit Minus. Nehmen wir auch mal das Schwert. Müssen wir mal gucken, was wir hier noch haben. Rüstung, das haben wir hier. Können wir erstmal ausrüsten. Machen wir auf jeden Fall den Heiltrank. Das können wir die nach links oder rechts packen. Okay, also ist schon eingestellt. Okay. Das haben wir hier noch. Ich heiße Wahn. Bogenschütze, meine Erfahrung, meine Stufe, kann man da sehen. Die Stärke, was ich da jetzt an Sachen drin habe, die kann ich später noch aufrüsten. Jetzt habe ich meine Aufträge drin und da habe ich jetzt meine Zielgenauigkeit, meine Punkte. Hier werde ich später die Punkte aufpacken. Okay, geht's weiter. Meistens locken wir die damit an. So, hier. Ganz schön brutal. Schon ein Stück größer, die hatten jetzt hier. Die erste Mission echt easy. Man lockt die ein bisschen ran. Na komm zu Papa. Na, komm, auf. Oben links in der Ecke sieht man da, wie viel Leben man hat, wie viel Mana man hat, wenn man dann zaubern kann. Ich habe jetzt extra den hier genommen, da habe ich jetzt ein paar Pfeile gekriegt. Und jetzt Bogen, das ist wichtig. Ich fand das Spiel sehr interessant. Es gab auch einen zweiten Teil noch dazu, den gibt es auch für die Switch. Ich habe das Spiel auch ziemlich günstig geschossen, also irgendwie um die 20 Euro rum. Das fand ich schon sehr günstig, also runtergesetzt das Ganze. Weil es ein altes Spiel, aber es macht halt auch echt Laune. Und wenn ich mir überlege, wenn man so ein Spiel guckt wie World of Warcraft, viele mögen diese Spiele ja gerne, das ist okay. Aber ich finde das so, wenn die Figuren so klein sind. Wenn man die Figuren sieht und man unendlich rumläuft und macht und so, ist ein bisschen kleiner, ein bisschen beengte Räume. Und das macht halt trotzdem Spaß. Und ich finde die Grafik ist auch anständig. Gefunden. Na komm zu mir, Ratti. Komm. Ich werde nur diese Mission jetzt machen und dann ist das Video auch für heute durch. Ist auch schon mal spät. Schlafende Zeit, aber ich hatte irgendwie noch Bock, das Spiel anzufangen heute. Ich muss ja auch noch Rare Empire spielen. Ich werde auch jetzt, wenn ich frei habe, mich dann erzählen. Ich werde jetzt eine Aufnahme.
wenig Sachen. Ich weiß nicht, ob es einmal besser wird, ob man dann nachher mehr Glück hat, ob ich mehr Sachen kriegt. Ein bisschen das Leben im Auge behalten, das ist immer ganz schnell sich verändern. Ich muss das nochmal machen vom Speicherpunkt. Aber ich kann auch jederzeit zum Laufen speichern, ne? Also das geht auch. Ratten übrig. Ich finde auch mal gut, dass man das Status kriegt. Wie weit bin ich schon? Man muss nicht vieles kaputt machen, damit auch alles findest. Ne? Ansonsten hat man irgendwie nicht so viele Sachen her. Deswegen sage ich Hack and Slay, das ist ein typisches Slay-Spiel. Ich mag zwar gerne richtige Rollenspiele, weil ich von Blocks in den Peter gespielt habe und wirklich nah am Tisch gesessen hast mit Würfeln und sowas, das finde ich halt Spaß. Aber sowas macht eben auch mal Laune zwischendurch. Gerade im Modus durch die Gegend laufen. Das ist ja trotzdem eine Story. Ich kann ein bisschen mitentscheiden, obwohl im Endeffekt musst du ja sowieso das eigentlich Linia. Schenke zurück, um eure Belohnung und den Schlüssel zu dem Versagenden von ihr zu erhalten. Verfügt über den Rufdrang, könnt ihr ihn einsetzen, indem ihr Ruf aus dem Pausenmenü auswählt. Dadurch kommt ihr direkt in die Schenke. Ja, stimmt, das weiß ich noch von früher. Dann können wir mal aus dem Dungeon jederzeit hingehen, wo man war. Ich hab ein Schild. Mal gucken. Anlegen. Zack. Dankeschön. Und wir speichern. Ist ja nichts passiert. Hier geht's auch noch weiter, mal gucken. Ach, hier geht's schon weiter. Habe ich den Schlüssel schon gekriegt? Nee. Ich bin schon stärker, ihr Gegner. Nein, wir gehen erstmal zurück. Bevor wir jetzt da weitergehen. Hier war die Gegend aber schwerer. Viele bekannte Wiesen mit Goblins und so. Es kommt alles Mögliche drin vor, was man so kennt aus den ganzen Rollenspielgeschichten. Ist hier nicht anders. Nee, Rückflugtrank habe ich nicht. Also ich muss jetzt mal laufen. Dafür, dass das Spiel schon so alt ist, haben sie auch damals schon viel drauf gehabt. Und das Spiel finde ich sieht immer noch gut aus. Ich weiß, glaubt ihr, das ein bisschen noch überarbeitet haben noch. Ich mache nochmal einen neuen Speicherstand. Jetzt gehen wir nach oben. Aber weiß ja nie, was er erwartet. Ich gehe zu ihr und sprechen sie an. Ihr seid zurück? Seid ihr dort unten auf Ethan getroffen? Im Keller? Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Er ist euch vor nicht allzu langer Zeit nach unten gefolgt. Trottel. Ich dachte mir, er hat sich im Keller verirrt oder ist gar in die Abwasserkanäle vorgestoßen. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Macht euch keine Sorgen, Elite. Ich habe alle Ratten getötet. Er hat sich vermutlich nur verirrt. Ich werde ihn schon finden. Ich danke euch. Bevor ihr geht, nehmt bitte diese paar Goldmünzen als Bezahlung für alles, was ihr bereits für mich getan habt. Und hier, wie versprochen, der Schlüssel zu den Abwasserkanälen. Ihr solltet dort unten sehr vorsichtig sein. Es treiben sich dort gefährlichere Wesen herum als nur ein paar Ratten.
Ich werde vorsichtig sein. Danke für die Warnung. So, jetzt habe ich eine Auftragsbelohnung gekriegt. Ihr erhaltet einen Schlüssel für einen Abwasserkanal. Ihr erhaltet 75 Goldmünzen, 200 Erfahrungspunkte. So. Und kann ich nicht mit ihr auch nochmal sprechen wie den anderen? Ihr seid zurück? Seid ihr dort unten auf Ethan getroffen? Nein, noch nicht. Noch nicht. Ich bin noch immer auf der Suche. Ich komme zurück. Also ich darf noch nicht mit dir quatschen, okay. Na, ich speichere jetzt hier und dann beenden wir das Video für heute. Ich hoffe, es ist interessant für euch und ich werde weiterspielen auf jeden Fall, weil es mir sehr viel Spaß macht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Betax. Ciao, ciao.